So, beim ersten Beispiel haben wir da so drei Fälle, wo wir einen Stromspannungsverlauf gezeigt haben. Und wir sollen herausfinden, ob wir einen Kondensator, eine Spule oder eine Induktivität hier vermuten. Es war vielleicht nicht so gescheit, dass ich jetzt gleich das Antwort-PDF aufgemacht habe, weil jetzt ist da die Antwort und jetzt kann ich nicht sinnvoll. Okay. Die erste Frage ist, an welchen Art von Bauteil handelt es sich? Und die zweite ist dann, was ist der Bauteil wert? Schauen wir uns mal nur die Art des Bauteils an und fangen wir mit dem mittleren an. Das ist das Leichteste. Da sehen wir nämlich, wenn wir keine Spannung haben, haben wir keinen Strom. Wenn wir eine hohe Spannung haben, also 1 Volt, haben wir einen hohen Strom. Wenn wir eine negative Spannung haben, fließt der Strom in die andere Richtung. Also wir sehen ja, Strom und Spannung sind in Phase. Es gibt irgendwie eine Zahl, die einfach die Proportionalität wiedergibt zwischen Spannung und Strom. Und in dem Fall sehen wir 1 Volt, dann sind wir auf 1 Ampere, also diese Zahl ist sozusagen, die Zahl ist 1 Ohm. Das ist der Umrechnungsfaktor zwischen Strom und Spannung, das ist Ohm. Das heißt, wir wissen, das ist ein Widerstand, weil das in Phase ist und der Widerstandswert ist 1 Ohm. In den anderen beiden Fällen haben wir einen Kondensator oder eine Spule und in dem oberen Beispiel hier sehen wir, da ist am Anfang mal keine Spannung, aber wir haben einen Strom. Und dann sehen wir, während der Bauteil von Strom durchflossen wird, steigt die Spannung an dem Bauteil. Also, wenn ich einfach nur hier in dieser Umgebung hier bin, kann ich sagen, okay, wir haben hier einen halbwegs konstanten Strom. Wenn ich nur diesen Punkt und seine unmittelbare Umgebung anschaue und gleichzeitig sehen wir hier, die Spannung steigt. Und das ist genau das Verhalten, das wir von einem Kondensator kennen. Wenn ich in den Kondensator der Strom reinfließen lasse, dann lade ich ihn eben sukzessive auf. Und im Skriptum haben wir eben, wo stehen, dass quasi die Ableitung von der Spannung ist der Strom. Da sehen wir auch, wir haben hier eine Ableitung von 1 und das ist der Strom. Warum habe ich hier eine Ableitung von 1? Weil hier oben die Frequenz nämlich hier steht. Und wir sagen, die Frequenz ist 1 durch 2 Pi, das heißt, wir wissen, eine Periodendauer ist 2 Pi Sekunden. Und wir wissen, dass die Periodendauer eines Sinus, wo ich jetzt irgendwie keinen Faktor drinnen habe im Argument des Sinus, der mir die Frequenz festigt, ist eben 2 Pi. Das heißt, wir haben hier auch diese Ableitung, die Amplitude ist 1 Volt, das heißt, wir haben hier eine Ableitung 1 Volt pro Sekunde. Und da kommen wir dann eben auf 1 Ampere, wenn wir einen Umrechnungsfaktor von 1 Farad einsetzen. Also wir sind hier schön mit den kohärenten Einheiten, wenn wir überall 1 haben, kommt da auch wieder 1 raus. So, und bei der Induktivität kann ich jetzt genau die gleiche Überlegung umgekehrt anstellen und sagen, okay, wenn hier der Strom 0 ist, dann ist die Spannung maximal und so weiter und so fort. Wir können aber einfach nur uns dieses Bild hier anschauen und vergleichen mit dem Bild hier oben und dann sehen wir, dass das Bauteil hier unten, das da oben ist, bei dem Strom und Spannung vertauscht sind. Also wenn ich mir dieses Bild hier hernehme, das ist ein bisschen schwierig, weil der Widerstand dazwischen ist, aber einfach nur den Punkt hier links, da sehen wir, die Spannung ist 0 und steigend und der Strom ist bei minus 1. Dann suchen wir hier oben. Den Punkt, wo die Spannung minus 1 ist und da sehen wir, der Strom ist 0, aber steigend. Also wenn ich quasi die Beschreibung von der einen Kurve nehme, Strom und Spannung vertausche in den Begriffen und ich komme auf eine Beschreibung der anderen Kurve, dann wissen wir, wir haben das hier mit dualen Bauteilen zu tun und das duale Bauteil zur Kapazität ist eben die Induktivität. Also wissen wir, das hier ist eine Spule mit einem Henry. Einfach nur, weil wir diese Ähnlichkeit erkennen, dass wenn ich dieses Bild hier nehme, Strom und Spannung vertausche, dann komme ich zu dem anderen Bild. Gut. Und das zweite Beispiel. Aber hier dieses Bestimmen Sie die Frequenz. Das war dann schon deutlich gemeiner. Da habe ich jetzt die Schaltung gegeben. Wir wissen, da ist ein Kondensator, nur ein Kondensator, keine aufwendigere Schaltung. Und da lege ich halt irgendeine sinusförmige Spannung an. Und wir wissen, was der Wert des Kondensators ist. Das ist 470 Mikrofarad.
Wir wissen, was die Amplitude, die Spannungsamplitude ist, die ist 1 Volt. Wir wissen, was die Stromamplitude ist, das ist 1 Ampere. Und jetzt wollen wir wissen, bei welcher Frequenz verhält sich das so bei einem 470 Mikrofarad Kondensator, dass wir diesen Faktor 1 haben zwischen den beiden Amplituden. Sodass 1 Volt Spannungsamplitude 1 Ampere Stromamplitude entspricht. Und leider gibt es diese Formel so nicht 1 zu 1 im Skriptum, ich glaube zumindest nicht. Aber wir können ein bisschen uns anschauen, was wir zuletzt so im Kurs gemacht haben. Und der letzte Block, der Block 69, da haben wir uns angeschaut, wie sich solche Bauteile, Kondensatoren und Spulen verhalten an sinusförmigen Strömen. Das war quasi die Quintessenz von dem letzten Kursabend, dass wir dann irgendwie auf diese Erkenntnisse gekommen sind. Gut, und da haben wir gesagt, die Spannung als Funktion der Zeit, oft schreibt man auch klein u, aber nachdem das bei uns im Skriptum selten vorkommt, schreibe ich immer u von t. Die Spannung von der Zeit ist die Spannungsamplitude mal Sinus Omega t, und der Sinus Omega t ist einfach der Sinus mit der entsprechenden Frequenz. Und dann haben wir für den Strom Omega c u mal Cosinus Omega t. Also wir sehen hier quasi, beim Sinus haben wir eine Formel angegeben, die 1 zu 1 dem entspricht, was wir erwartet haben. Wir haben eine Spitzenamplitude multipliziert mit einer Funktion, die uns quasi dieses Schwingungsmuster gibt mit Amplitude 1. Und beim Strom haben wir auch eine Funktion, die uns diese Schwingung gibt mit Amplitude 1. Und dann eben einen Faktor davor. Aber dieser Faktor ist jetzt nicht einfach nur I Dacherl für maximale Amplitude, für Spitzenamplitude, sondern das ist ein anderer Term, Omega C Dacherl U. Das ist gut, weil jetzt wissen wir, wie verhält sich eigentlich der Spitzenstrom zur Spitzenspannung an einem Kondensator. Und das ist einfach Spitzenstrom ist Spitzenspannung mal Omega C. Und das können wir verwenden, um das auszurechnen. Also wir wissen, ja? Es ist wurscht. Du kannst, also die Frage ist, warum nehmen wir da die Spitzenspannung und nicht die Effektivspannung? Letztendlich interessieren wir uns aber das Verhältnis zwischen der Spannungsamplitude und der Stromamplitude. Und nachdem bei einem Sinus ein fester Faktor, nämlich Wurzel 2, zwischen der Spitzenspannung und der Effektivspannung liegen, ist es quasi egal. Wir können beides einsetzen, wir kommen immer auf das gleiche Strom-Spannungsverhältnis. Wenn uns quasi die Leistung von dem nicht interessiert, die von einem Signal elektrisch übermittelt wird, dann versuche ich immer zu vermeiden, von den Effektivspannungen und Effektivströmen zu reden, weil das eigentlich eine Größe ist, die vor allem dann von Bedeutung ist, wenn uns die Leistung auch interessiert, die wir übertragen von einem zum anderen. Und nachdem das bei uns so gut wie nicht vorkommt, findet man es auch im Skriptum so gut wie gar nicht, diese Effektivwerte. Ich glaube, die kommen auch überhaupt nicht im Skriptum vor, aber bei der Experimentiergruppe haben wir mal darüber geredet, dass es das gibt. So, also wir haben unseren Spitzenstrom. Ich mache es quasi noch einen Schritt langsamer. Das ist das, was wir schon wissen. Der Spannungsverlauf über die Zeit ist die Spitzenspannung mal Sinus Omega T. Also ich habe jetzt nur die erste Sache aus dem Skriptum abgeschrieben, die wir wissen. Jetzt schreibe ich die zweite Sache aus dem Skriptum ab, die wir wissen. Nämlich der Strom von der Zeit ist Omega C Spitzenspannung mal Cosinus Omega T. Und wenn ich das hier so schreiben möchte, weil einfach nur eine Funktion, die mir quasi den Kurvenverlauf gibt und einen Faktor, der mir dann die Amplitude gibt, dann würde ich das folgendermaßen anschreiben. Dass ich quasi sage, einfach Spitzenstrom mal Cosinus Omega T. Das heißt, wir wissen, dieser Term hier, Omega C U, ist gleich der da. Und damit sagen wir,
Spitzenstrom ist Omega C Spitzenspannung. So. Und jetzt habe ich quasi eine Formel, wo all die Zahlen vorkommen, die ich, all die Größen vorkommen, die ich gegeben habe oder die ich haben möchte. Wir wissen, der Spitzenstrom ist 1 Ampere, die Spitzenspannung ist 1 Volt, C ist 470 Mikrofarad und Omega wollen wir wissen. Also brauche ich das nur entsprechend umformen und sagen, Omega ist gleich Spitzenstrom durch C mal Spitzenspannung. Und nachdem die quasi 1 sind jeweils, ist es einfach 1 durch C. Das ist mein Omega, da komme ich dann auf 2. Hier steht Kilohertz und Hertz. Man sollte nicht Hertz schreiben bei Gleichsfrequenzen. Man sollte schreiben Radianten pro Sekunde oder sowas. Bei Omega sollte man nicht Hertz schreiben. Nein. Ja, man schreibt nicht Hertz. Also genau, 1 durch Sekunde sieht man oft. Was ich aber noch besser finde, ist Radianten pro Sekunde. Die physikalische Dimension von Radianten ist eh auch wieder 1, aber wenn man schreibt Radianten pro Sekunde, dann ist das, glaube ich, drückt man damit am besten aus, was das für eine Größe ist. Und wenn ich das einfach nehme und durch 2π dividiere, dann komme ich eben auf meine 339 Hertz, die gesuchte Größe. Also das zweite Beispiel, das war jetzt nicht 1:1 zu einem Skript, sondern man braucht nur auf den letzten Block, den wir gemacht haben, das letzte Mal hingehen und wir haben dort eine Stelle, wo diese beiden Dinge stehen. Und wenn man dann quasi versteht, was die Rolle von dem Kosinus und dem Sinus hier ist, was der Term links ist, dass das die Amplitude ist und das mir dann quasi diesen zeitlichen Verlauf einprägt, dann kann man das umwandeln, also kann man daraus diese Gleichung hier bekommen und das Beispiel lösen. Okay, Fragen. Fragen zum letzten Mal. Dann widmen wir uns dem interessanten Neuen. So.